Tag und willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute die RTX 3070 an, die meiner Meinung nach interessanteste Karte im Ampere-Lineup, gerade weil der Preispunkt von 500 Euro ein bisschen attraktiver ist als 1500 für die 3090. Okay, 700 in der Theorie bei der 3080 sind auch noch okay und im Verhältnis von anderen Karten auch noch einigermaßen kaufbar. Aber 500 Euro ist dann doch schon eher so die, ich sag mal, obere Mittelklasse, was das den Preis angeht. Und dadurch schon für auch sehr viele Leute auch generell ein bisschen attraktiver. Wir sehen hier schon, das Design von der 3080 und 3090 wurde nicht ganz beibehalten. Das heißt, das Flow-Through-Design wurde ein bisschen abgeändert. Wir haben jetzt zwei Lüfter auf der Vorderseite, anstatt einen auf der Vorder- und einen auf der Rückseite. Dafür haben wir aber auf der Rückseite noch eine Aussparung. Das heißt, es ist ebenfalls wieder ein Flow-Through-Design, allerdings quasi jetzt in einer anderen Bauweise, sagen wir mal, als bei der 3080 und 3090 noch der Fall ist. Jetzt eher traditionell, wie wir es auch schon bei anderen Karten oft gesehen haben, wo einfach das PCB deutlich kürzer ist und da eben noch ein Stückchen kühler übersteht, wo der Lüfter von vorne die Luft nach oben befördern kann in dem traditionellen Gehäuseaufbau. Was hier sonst noch am Kühler interessant zu sehen ist, natürlich Dual-Slot. Wir haben hier keinen Triple-Slot-Design mehr. Ist insofern nicht unbedingt mehr nötig, weil die TDP auf 220 Watt gesunken ist im Verhältnis zu den 320 Watt der 3080 und den 350 Watt der 3090. Natürlich, die 3080 hatte im Referenzdesign auch nur zwei Slots, aber die war auch deutlich länger noch. Eine Sache, die hier noch zu sehen ist, ist, dass es hier keine Unterteilung mehr gibt zwischen diesen Lamellen und dem Lüfter. Das heißt, hier kann noch, anstatt dass die komplette Luft von diesem Lüfter nach hinten raus befördert wird, kann auch ein bisschen was ins Gehäuse befördert werden, beziehungsweise hier zur Seite weg. Das ist insofern relevant, weil die I/O-Blende etwas anders gestaltet wurde. Das heißt, die ist nicht ganz so offen. Somit fällt es der Luft etwas schwerer, direkt aus dem Gehäuse heraus befördert zu werden. Verstehe ich nicht ganz, warum man das hier nicht genauso gemacht hat wie bei der 3080 und 3090. Wäre es etwas effektiver gewesen, aber sei es drum. Ist jetzt nicht so schlimm, denn die Kühlung funktioniert auch ganz gut, so wie sie ist, wie wir es auch dann später im Video sehen werden. Dazu haben wir auch hier wieder den 12-Pin-Stecker, den Nvidia neu implementiert hat. Auch hier liegt wieder ein Adapter bei. Das Interessante hierbei ist allerdings, dieser Adapter ist nur auf einen 8-Pin. Das heißt, ja, nicht wie bei den 3080 und 3090 Karten, wo das 1x12-Pin auf 2x8-Pin ist. Nein, ihr habt hier nur einen 8-Pin. Liegt vor allem, wie gesagt, an einer gesenkten TDP. 220 Watt, das ist noch im Budget von einem 8-Pin und den 75 Watt vom PCI-Express-Slot. Somit ist man da nicht an den Limits von den Steckern, beziehungsweise die theoretischen Limits liegen ja dort bei insgesamt 225 Watt, was über der TDP von der Grafikkarte liegt. Aber die physikalischen Limits sind dann natürlich deutlich höher. Man kann bei einem 8-Pin auch deutlich mehr Strom quasi der Karte zuführen. Somit ist das kein Problem, auch wenn man dann mal ein BIOS mit einer höheren TDP draufflashen möchte. Zwar natürlich verliert er in den meisten Fällen dadurch die Garantie, aber es sollte kein Problem darstellen. Des Weiteren haben wir auch hier noch eine Backplate, glücklicherweise, wobei es bei den Referenzkarten ja eigentlich immer so ist und bleibt ja auch weiterhin so. Ist auf jeden Fall ein sehr schöner Kühler mit dem auch von den 3090 bekannten Alu-Applikationen. Und so viel gibt es da eigentlich nicht weiter zu sagen. Displayausgänge sind ebenfalls, wie man es kennt, einmal HDMI 2.1 und dreimal DisplayPort. Und das war es auch schon zu der Karte. Ansonsten schauen wir uns mal die Leistung an. Nvidia hat bereits in der Vorstellung gesagt, die Karte wird ungefähr so schnell sein wie eine 2080 Ti. Das bewahrheitet sich insofern, wenn man das Ganze mit der 2080 Ti Founders Edition vergleicht, die wirklich nicht so viele Leute gekauft haben, glaube ich, weil die preislich, zumindest in der letzten Zeit, wo die 2080 Ti noch effektiv verkauft wurde, schon nicht mehr ganz so attraktiv war und daher auch eher die Custom-Karten verkauft wurden, weil die bei der 2080 Ti auch noch deutlich besser waren. Vergleicht man die beiden Karten, fällt es in vielen Titeln auf, dass die ungefähr gleich schnell sind. Als bestes Beispiel haben wir hier mal Borderlands 3 gewählt. Dort sind die Karten wirklich, ja, relativ nah beieinander. Also vielleicht minimaler Abstand, aber das ist jetzt nicht wirklich so dramatisch. Vergleichen wir dagegen eine Custom-Karte, die ein bisschen schneller ist bei der 2080 Ti, dann
ja, ist da doch schon ein bisschen anders an Abstand zu spüren, allerdings auch nicht wirklich viel. Borderlands 3 ist beispielsweise aber auch so ein Best-Case-Szenario, wo die 3070 relativ nah an die 2080 Ti rankommt. Schaut man sich mal andere Titel an, ist der Unterschied dann doch vorhanden und die 3070 fällt etwas zurück. Ist allerdings trotzdem noch wesentlich schneller als die 2080 Super, die ja für ungefähr 650 bis 700 Euro gehandelt wird aktuell, beziehungsweise vor Launch der 3070. Dennoch kommt sie auch relativ nah hier an die 2080 Ti ran, sowohl in Red Dead Redemption 2 als auch in anderen Titeln. Problematisch wird es erst dann, wenn es dazu kommt, dass der Speicher relativ knapp wird, um es mal so zu sagen. 4K belastet dann doch die 8 GB schon wirklich und da haben wir es auch schon bei anderen Karten gesehen, gerade 2080 Super, dass die schon mal knapp werden können. Und gerade mit den neuen Konsolen, die den Speicher vielleicht mal ja, wirklich ausreizen, den sie haben, beziehungsweise die Spiele werden besser auf mehr Speicher optimiert und können somit auch mehr Speicher verarbeiten, beziehungsweise nutzen auch ganz einfach mehr Speicher. Und da kommen die 8 GB eben zum Vorschein und teilweise könnte es da in Zukunft zu Problemen kommen. Jetzt ist das Ganze noch nicht so drastisch. Es gibt zwar eine Handvoll Titel, wo es auf jeden Fall mal zu Rückgang kommen kann. Wie gesagt, wirklich nur in 4K, in ganz wenigen Titeln auch mal in niedrigeren Auflösungen. Das ist aber dann eher die Seltenheit. Man muss aber dazu auch sagen, die Karte ist nicht unbedingt für 4K-Gaming gemacht. Natürlich kann man 4K-Titel auch flüssig spielen, aber es wird dann teilweise schon so an die 30, 40 FPS-Grenze gehen. Und da ist das Ganze einfach nicht unbedingt toll spielbar, vor allem weil man halt auch noch teilweise Drops unter 30 FPS hat und ist jetzt nicht ganz optimal. Wir haben ja allerdings trotzdem mal in 4K getestet, um es einfach mal zur Vorgängerzone zu vergleichen und auch so ein bisschen die Limits dieser GPU bzw. dieser Karte darzustellen. Gerade in Shadow of the Tomb Raider fällt die Leistung dieser hier in 4K doch schon ein gutes Stück hinter die 2080 Ti. Beim Overclocking hingegen holt sie dann doch nochmal ein bisschen was raus. Wir konnten hier je nach Spiel eine Differenz von 10-15% rausholen. Die Taktraten sind aber wieder ähnlich wie 3080 und 3090 ebenfalls. Das heißt knapp unter der 2 GHz Marke bei wirklich aufwendigen oder powerhungrigen Spielen und knapp darüber in weniger powerhungrigen. Man muss aber auch hier sagen, die Karte ist wieder relativ powerlimitiert. Das heißt, in vielen Spielen wird das 220 Watt Powerlimit vollkommen ausgefahren und das 240 Watt Powerlimit, wenn man es erhöht, das ist das Maximum, ebenfalls. Aber man muss auch hier sagen, es ist nicht ganz so schlimm wie bei der 3090 beispielsweise, wo 350 Watt Karten wirklich schon extrem Taktdrosselungen hatten. Zum Beispiel gerade bei Custom Versionen, da war das Ganze schon etwas drastischer, als es hier der Fall ist. Das heißt, hier sind die 220 Watt schon etwas besser gewählt, beziehungsweise optimaler für diese GPU. Übertaktet kommt die Karte natürlich dann auch locker an der 2080 Ti vorbei, zumindest in den meisten Titeln. Bei der Lautstärke sieht es auch hier wieder gut aus. Wir haben es bereits von der 3080 und 3090 Founders Edition gekannt, dass die Karten ziemlich leise sind. Dieser Trend setzt sich hier fort und das dürfte, denke ich mal, auch soweit klar sein. Wie gesagt, der Kühler ist zwar kleiner, aber muss auch deutlich weniger kühlen. Wir haben hier in Spielen etwa, ja, je nach Titel, zwischen 72 und 75 Grad erreicht. Und im Worst Case, ja, ist das dann bei 1800 Umdrehungen auch akzeptabel. Es ist keine Silent-Karte, das dürfte, denke ich, jedem klar sein. Dort müssten wir wahrscheinlich auch noch auf die Custom-Karten warten, die ja auch in ein paar Tagen dann kommen werden. Aber es ist auf jeden Fall nicht störend und in einem geschlossenen Gehäuse mit Sicherheit angenehm. Bleibt also letztendlich das Fazit.
verspricht die Karte, was sie hält, beziehungsweise hat Nvidia das geliefert, was sie versprochen haben? Man könnte sagen, ja, denn die Leistung von einer ungefähr 2080 Ti wird erzählt und das zu einem deutlich niedrigeren Preispunkt. 500 € für diese Leistung sind wirklich super. Bleibt noch abzuwarten, wie die Verfügbarkeit ist. Denn das war ja bei den anderen beiden Karten schon ein sehr, sehr großes Problem und ist immer noch wirklich, ja, die Karten sind kaum irgendwo lieferbar und das ist alles andere als gut, sowohl für die, die kaufen wollen, als auch diejenigen, die ihre alte Karte gerade noch verkauft haben und jetzt darauf warten, dass sie sich eine neue holen können. Das Gleiche wird vielleicht auch mit dieser hier passieren. Natürlich weiß man das noch nicht hundertprozentig, aber ich gehe mal irgendwie sehr stark davon aus, weil viele auch auf diese Karte gewartet haben, vor allem zu diesem Preis. War es jetzt also sinnvoll, die 2080 Ti für 500 € zu verkaufen? Naja, das zeigt sich in den kommenden Monaten und vielleicht im kommenden Jahr, wenn es Spiele rauskommen mit den neuen Konsolengenerationen, die vielleicht ein bisschen mehr Speicher brauchen und dann wirklich mit 8 GB Problemen haben. Wird sich auch dann noch zeigen, wie die Karte im Vergleich zum AMD-Pendant sich schlagen wird, das heißt die RX 6000 Serie, denn diese kommen ja wahrscheinlich mit mehr Speicher raus und da bleibt dann abzuwarten, zu welchem Preis, denn da könnte sich wirklich ein interessanter Konkurrenzkampf breit machen, vor allem, wenn man bedenkt, dass vielleicht, man weiß es noch nicht, es gibt Gerüchte, die sagen, die Karten wurden gecancelt, es gibt Gerüchte, die sagen, es wird diese Karten geben, das heißt 3070 mit 16 GB Speicher oder 3080 mit 20 GB, das wären dann auf jeden Fall Versionen, wo ich sagen würde, hier habt ihr eine bessere Zukunftssicherheit, ihr habt vielleicht bei einer 3070 mit 16 GB nicht ganz so viel Leistung, aber ihr könnt diese Karte auf jeden Fall länger nutzen, auch wenn ihr später vielleicht mal Einstellungen runterdrehen müsst. Ihr werdet keine Probleme mit Speicherknappheit bekommen. Diese Karten werden dann aber natürlich auch ein Stückchen teurer sein. Das heißt wahrscheinlich so 100 bis 150 Euro je nach Variante. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, wie euch die Karte gefällt. Würdet ihr sie kaufen oder wartet ihr lieber auf AMDs Antwort mit der Big Navi bzw. RDNA 2 Architektur? Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.